Von den insgesamt 63 Kletterern, die sich bei den Europameisterschaften in Frankfurt der Kletterwand stellten, erreichten 6 das Finale. Und als erster in die Wand musste Klaus Büchele aus Deutschland. Man sieht, dass er die Kletterschuhe noch mit Socken geschützt hat, die er jetzt abnimmt. Er also der erste Finalist, der die Route in Angriff nimmt. Auch die Männer hatten die Gelegenheit, sich 2 Minuten lang die Wand anzuschauen. Die vermeintlich beste Route zu studieren. Es sind keine Hilfsmittel erlaubt. Das Seil dient lediglich der Absicherung. Ein konzentrierter Beginn von Klaus Büchele. Auch die Taktik spielt natürlich eine große Rolle. Die gedankliche Analyse, bevor man in die Wand steigt. Dann natürlich die situative Anwendung von dem, was man sich vorgenommen hat. Nicht zu verachten, auch das theoretische Wissen und natürlich die Erfahrung. Motivation spielt eine große Rolle und es muss versucht werden, den Angstfaktor auszuschalten und natürlich die Anspannung in solch einem Finale. Die Schlüsselstelle bei dieser Route. Klaus Büchele muss jetzt versuchen, diesen Überhang hinter sich zu lassen. Er sucht mit der Ferse einen Haltepunkt. Aber er hat diese Situation glänzend gemeistert. Bereits über 11 Meter in der Kletterwand liegen hinter ihm, dann rutscht er ab. Seine Kletterleistung 12,65 Meter. Der oberste Haltepunkt zählt für ihn, aber Sie sehen ein Minus hinter seinen 12,65 Metern. Das bedeutet, er hat diesen obersten Haltegriff nur berührt, hat sich daran nicht festgehalten. Und sollte Elie Chevieux aus der Schweiz den gleichen Punkt erhalten, aber dort auch einen Halt suchen und finden, dann bekäme er ein Plus hinter diesen 12,65 Metern und wäre am Ende vor dem deutschen Büchele platziert. Der Schweizer ohne Schwierigkeiten in der Anfangspassage, jetzt die Schlüsselstelle. Es gibt verschiedene Griffe für die Hände, Zuggriffe, Stützgriffe, Seitgriffe, Untergriffe. Es gibt keine Lehrbuchreifentechniken. Jeder hat natürlich seine individuelle Art,
die Kletterwand zu bezwingen. Das Freiklettern, ein Sport, der auch für die Zukunft noch ungeahnte Möglichkeiten bietet. Das Ende für den Schweizer Elie Chevieux nach 12 Metern und 58. Der Franzose François Petit, jetzt schon bei 7,60 Metern mit 17 Jahren, der Jüngste im Finale. Er ist ein wahres Bewegungstalent, zeichnet sich aus durch seine schnelle Wahrnehmungs- und Koordinationsfähigkeit. Aber das Klettern muss nicht unbedingt zum Hochleistungssport für jedermann werden. Die Hauptsache ist der Spaß an der Bewegung und die Freude über eine bewältigte Wandstelle. Es gibt bei den Kletterwänden verschiedene Schwierigkeitsgrade. Hier entscheidet die Griff- und Trittgröße, die Wandstruktur, die Steilheit, die Routenlänge und die Schwierigkeit der geforderten Bewegungsabläufe sowie auch die Gesteinsart. François Petit, der sich einen Moment lang ausruht, um neue Kraft zu sammeln. Denn vor allem bei der dynamischen Haltearbeit können die Muskeln nicht mit genügend Sauerstoff versorgt werden. Das führt dann schnell zu einer Übersäuerung. Das kann dann im Extremfall dazu führen, dass man einfach loslassen muss, weil die Muskeln ihren Dienst versagen. Noch einmal. Das tiefe Durchatmen, dann der Griff zur Kreide, zum Magnesia. Das Magnesia, das ja auch bei den Turnern zur Schweißabsorbierung verwendet wird. Bei leichten Kletterrouten liegen die Schwierigkeitsgrade zwischen 1 und 4. Der höchste bis jetzt erreichte Schwierigkeitsgrad liegt bei 11. François Petit bei 12 Metern und 48. Die Bestmarke hält bisher Klaus Büchele mit 12 Metern und 65. Die Zuschauer versuchen, den Franzosen durch rhythmisches Klatschen zu unterstützen, aber ich glaube, dass der das wohl kaum registrieren wird. Zu sehr ist die Konzentration auf die Arbeit in der Kletterwand gerichtet. Petit, François Petit, durch die Erreichung des Griffes über dem Überhang jetzt schon der bisherige Beste. Und er erreicht 13 Meter und 66. Damit ist er bisher die Nummer 1 und hat die Goldmedaille vor Augen. Als Vierter von den 6 Finalteilnehmern in der Wand
Luca Zardini aus Italien. Auch er einer der vielen jungen Nachwuchskletterer. Erst Mitte der 70er Jahre setzte sich das Freiklettern in Europa durch. ,47 m bisher. Italiener jetzt an der schwierigsten Passage und er rutscht ab. Nachher kletterten 9,50 m. Das bedeutet für ihn bisher Platz 4. Wir machen noch einmal eine kurze Pause, bevor die Entscheidung fällt mit den folgenden letzten. Den ersten Europameisterschaften im Sport Klettern musste der Mann aus der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, Salavat Rachmetow, als Fünfter in die Wand beim Schwierigkeitsklettern. Von 63 Teilnehmern hatten sich 6 für das Finale qualifiziert. Bis dahin in der ersten Position der Franzose François Petit mit erkletterten 13,66 m. Den zweiten Platz bis dahin Klaus Bücheler aus Deutschland mit 12,65 m. Auf Platz 3 der Schweizer Eli Chevu mit 12,58 m.13,66 m, dies also die Marke, die es zu durchklettern gilt für Salavat Rachmetow. Auch eher ein Leichtgewicht. Er bringt die nötige Beweglichkeit mit. Das, was so leicht, so spielerisch aussieht, ist doch so unglaublich schwer. Der Haltegriff mit 4 Fingern. Um das Freiklettern noch populärer zu machen, hat man sich in Frankfurt zum zweiten Mal etwas Besonderes einfallen lassen. Ein kleiner Showvortrag unter dem Namen Climb the City von Stefan Glowatz. Im vergangenen Jahr hatte er parallel zu den Weltmeisterschaften in 7 Stunden 7 Häuser überklettert. Diesmal erkletterte er den Messeturm an der Außenfassade. Und die Organisatoren haben natürlich sich auch darauf eingestellt, dass parallel zu diesen ersten Europameisterschaften im Freiklettern der Deutsche Umwelttag durchgeführt wurde. Es gab also Mehrweggeschirr und eine Vergütung für Zuschauer, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisten, sowie ein Einsatz von chlorfrei gebleichtem Papier. Der Zwischenstand: François Petit immer noch auf dem ersten Platz vor dem Mann aus der GOS, Salavat
Achmetow. Doch jetzt folgte der amtierende Weltmeister aus Frankreich, François Legrand. Der 21-Jährige wurde in Grenoble geboren, schaffte seinen internationalen Durchbruch 1990, als er den Gesamtweltcup-Titel gewinnen konnte. Der 21-Jährige ist ungeheuer selbstbewusst, nervenstark. Und er holte sich im vergangenen Jahr in Frankfurt den Weltmeisterschaftstitel. Im Viertelfinale erreichte er als einer von drei Kletterern die Spitze der Kletterwand. War im Halbfinale der Beste mit 17,45 Metern. Jetzt auf dem Weg zur Goldmedaille. Die Bestmarke lag bis dahin immer noch bei dem Franzosen François Petit mit 13,66 Metern. Sich auf die Wettkampfanforderungen einzustellen, wird tagtäglich trainiert. Besonders die Fingerhand- und Unterarmmuskulatur gibt es dann spezielle Übungen, zum Beispiel das Hängen an der Fingerleiste oder in Fingerlöchern. Das Grundlagentraining beansprucht 2 bis 3 Jahre bei einem Trainingsaufwand von 2 bis 3 Einheiten pro Woche. Anschließend dann das Aufbautraining über 2 bis 4 Jahre, das Hochleistungstraining, dann anschließend noch einmal über 2 bis 3 Jahre. Und ein Höchstleistungstraining ist erst nach 6 bis 9 Jahren möglich. Und trainiert wird dann 8 bis 10 Mal in der Woche. Das gilt für die absoluten Spitzenathleten wie für den Weltmeister aus Frankreich, François Legrand. 13,99 Meter und damit hatte er schon die Goldmedaille sicher. Die Entscheidung war gefallen, aber der Ehrgeiz bei dem Franzosen natürlich groß genug, möglichst die gesamte Kletterroute zu absolvieren. Der überragende Mann bei dieser Veranstaltung. Jetzt schon bei 17,50 Metern. Neben den konditionellen Fähigkeiten und Fertigkeiten wie Ausdauerkraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit ist natürlich auch die Technik gefragt, die Klettertechniken, die koordinativen Fähigkeiten. Und Kletterkunst in Perfektion wird hier demonstriert.
von dem Welt- und Europameister François Legrand. Er hat seine Konkurrenten weit, weit hinter sich gelassen. Erst jetzt rutscht er ab und hatte die Hand doch immerhin bei 19 Metern und 22. Damit also Europameister 1992 François Legrand aus Frankreich. Silber geht an seinen Landsmann François Petit. Der kletterte 13 Meter und 66. Nur einen Zentimeter schlechter war Salavat Rachmetov aus der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Und der fünfte Platz für den Deutschen Klaus Büchele. Das war unsere Zusammenfassung von den ersten Europameisterschaften im Freiklettern in Frankfurt. Ich hoffe, Sie hatten Gefallen daran. Bis dann und tschüss. Eurosport.